Und weh, du rennst in dieselbe Richtung wie ich. Ich bring dich um. Schwebt bei dir alle auch? Was? Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Immer noch mit Walle. Ja, immer noch. Ja, es ist immer noch dieselbe Aufnahmesession und ich habe gerade mal so bemerkt, dass meine Fresse einfach viel zu dunkel ist. Ich habe jetzt das Licht angemacht, ich sehe das Chaos meines Zimmers und denke mir nur so, wow. Was tippst du? Walle schreibt nichts. Es ist die Leertaste, ja. Banane. Ihr seht, wir sind wieder super professionell und immer noch professionell. Ja. Ich versuche diesmal auch zu überlegen. Sag mal, du bist der mit den Kasten, ne? Die mit den Kasten. Ja. Ja. Die andere möchte unbedingt gefunden werden, kann das sein? Nee, die möchte unbedingt angeben mit ihren ach so tollen DLC. Ja, ich habe auch das DLC. Ich habe die Hose an mit den schwarzen Stiefeln. Okay, ja, ich bin viel hübscher als alle anderen an diesem Spiel. Okay. Wow, ich habe mich gerade doppelt gehört. Das ist nicht cool. Huch. Scheiße. Was huch? Was hast du getan? Ist das dein Ernst? Egal, bin eh mega Profi. Boah, ich erkenne dich doch dann gar nicht. Oh. Kramkranz, gewährt 25% Blutpunkte in der Hinterhedge-Kategorie. Jetzt müssen wir eh wieder 20 Minuten lang einfach mein Gesicht ertragen, weil es hier nicht weitergeht. Hey, du erkennst mich natürlich. Oder ist die andere genauso angezogen wie ich? An der Hose. Ich glaube, du hast die dunklere Hose. Ja, das hätte ich so komisch. Die andere hat diese voll geblutete Menstruationshose. Das ist eine Adidas-Hose. Erklärt alles. Unterstützt dich Product Placement. Dass du dich nicht schämst, sowas in meinen Videos. Boah, ist halt widerlich. Gar nicht. Das ist der Grund, warum Walle keinen YouTube-Kanal hat. Ja, jetzt erstmal eine Coca-Cola. Gut, hör auf, sonst brauch ich einen Aspirin. Warte, ich muss jetzt mein No-Name Orangen-Brausen-Zeug in die Kamera halten. Ist auch fast gar kein Product Placement. Ja, hab ich voll von meiner Schwester geschenkt bekommen. 3 Flaschen, weil ich zu faul war, um einzukaufen. Wie heißt das Zeug überhaupt? Orangina. Das ist kein No-Name. Das ist eine Marke. Echt scheiße. Für mich ist es No-Name, ich hab's noch nie gesehen. Herzlich willkommen bei Let's Product Placement. Habe ich hier noch was ich jetzt hängen kann? Übrigens, die Kaugummis, die ich momentan kaue, die damals hier besser geschmiert sind, Juicy Fruit. Und wir sind im Scheiße-Level der Scheiße. Ich gehe jetzt einfach in die Kamera halten und dann ist mir aufgefallen, ich habe ja gar keine Kamera an. Ja, du nimmst immer noch nicht auf. Ich bin hier der Einzige, der aufnimmt. Du bist bloß Gast. Ja. Ich bin bloß Gasting. Das habe ich nicht gesagt. Ich hatte übrigens die Goldwindfarm. Scheiße, ich bin voll anders angezogen. Ja, du bist scheiße angezogen. Ich habe voll andere Klamotten, ich schwöre, wo bist du? Ich bin im Haus. Bleib im Haus. Oh Gott, steh direkt neben den Dings. Bitte, ich hab mega die Slipper. Lalala. Warte, ich komme jetzt ins Haus rein. Guck mal, was ich für Klamotten anhabe, ist das normal? Du fällst wie gesagt das gar nicht auf und wieso hast du irgendwie sieht das ja überladen aus. Und oh, boom, 21 hat die Verbindung verloren. Ey, du solltest echt mal ein bisschen aufpassen, ja, also, geht gar nicht. Unprofessioneller Scheiß hier. Kannst du mal einen Generator machen? Mach ich doch. Hey, du stehst bei mir nur. Ich tippe, ich mache. Jetzt ist fertig und jetzt gehe ich weg. Liegt vielleicht daran, dass es ein bisschen leckt gerade bei mir. Du leckst? Scheiße, er kommt. Ich hab mich diese Bitch gesehen. Verpiss dich. Ich weiß ja nicht mehr, wo er ist. Komm nicht in die Richtung, hier bin ich. Hau ab. Was mach ich denn jetzt? Was soll ich tun? Er kommt, er geht, er... Walle? Ich bin weg. Ja, Gott sei Dank. Ich hab's gesehen. Ich hab dein verwundetes Antlitz. Er weiß, wo ich bin. Fuck. Muss ich dich jetzt retten? Nein, ich hab ihn zu einem Gelenk. Der Generator. Fies. War ein Unfall wahrscheinlich. Oh, hier ist ein Tor. Lalalala. Ich glaube, du bist gerade an mir vorbeigerannt. Bist du gerade gerannt? Bist du in der Nähe von dieser komischen Scheune?
diesen Riesengerät, was immer das so ist. Hui! Sorry, dass ich gerade dich... Was denn? Er verfolgt mich sehr sogar. Oh, scheiße. Nicht in die Richtung. Ich bin nicht doch, Mann. Ich bin nicht doch, Mann. Bist du dumm? Okay. Das passt mir jetzt irgendwie so gar nicht. Scheiße! Ach, scheiße. Ich beobachte dich von Weitem. Du bist ein... Er hat dich, alles klar. Ich komme unauffällig in deine Richtung. Scheiße. Er trägt dich. Ich hätte mehr reden sollen, es tut mir leid. Er läuft mit dir hinfort. Direkt einen Haken. Ich hab die Krähen aufgeschreckt, ich beobachte dich. Bitte sei kein Camper, ich flipp aus. Nein, er legt eine Falle. Das ist mir egal. Wenn du hier bist, mach erst die Falle, weil das dauert umso länger. Ich weiß. Ja. Geht er weg? Ja, er geht zum Haus. Er hebt eine andere Falle auf. Er geht ums Haus. Komm. 10 Stunden. Ja, man hetz mich nicht. Nein, ist doch dumm. Nein, ich hasse mich nicht. Ich hasse... Lass doch... Meine. Tut mir leid, aber... Beste Folge Leben. Ich hasse mein Leben. Wicke. Ah, ne, zucken. Ja, aber du hast mich doch, du wolltest mich doch, Dings. Ja, warum bist du dann in die Falle? Weil ich scheiße bin. Boah, braucht die 10 Stunden. Was macht die denn da? So, sie steht jetzt direkt neben mir. Sie kommt in meine Richtung. Sie steht. Einfach nur da. Und? Ja, sie macht gar nichts. Warum? Ey, die soll erstmal mich holen, weil du hast mehr Zeit. Oh Gott, nein, ist die dumm. Ich versuch mich mal. Die hat sich direkt erwischen lassen. Ich versuch mal, ob ich... es wäre auch einfach schön, einmal im Leben Glück zu haben. Wickes hat sich einfach ausgelockt, ey. Lohnt es sich überhaupt hochzuladen? Diese Folge ist, ich drücke einfach gar nichts mehr. Ja. Diese Folge wird auch hochgeladen, aber ich glaube, das wird mit der nächsten richtigen Folge zusammengeschnitten, denn das war ein kompletter Fail. Herzlich willkommen bei Let's Aussehen. Scheiße. Herzlich willkommen zurück zu Unprofessionell am Berg. Wie schlecht war das denn? Dazu muss ich einfach nur noch schreiben, ja. Wenn die Leute sich auch dann ständig gleich auslocken, nur weil irgendwas nicht so läuft, wie es soll, Pussy? Aber hey, guck mal, ich bin Zweiter! Yeah! wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich! Mhm. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme. Ach nee, Quatsch, gar nicht, ich habe ja nur eine Pause gemacht vorhin. Wir sind wieder da. Wir versuchen es nochmal. Walle und ich. Ja. Und die Leute denken sich auch schon wieder Walle. Sie denken sich so, boah, Walle, ey. Boah. Ich push dich voll, ja. Du pushst dich, ja, merke ich. Mit deinen 0,00 Abonnenten. Ich muss nicht gepusht werden, ich pushe mich selbst. Ja. Dim. Und natürlich warten wir wieder auf irgendeine Bockwurst, die so blöd ist, um auf breit zu drücken. Kleiner Hai. Ich kann diesen Tanz immer noch auswendig. Es gab das mit. Ach so, ja, es gab das wirklich einen Tanz. Mhm. Kleiner Hai, dim. Ladebalken! Hast du gerade auch diese Geräusche gehört? Ja. Oh, ich kann es nicht mehr. Schade, manchmal, wenn du auf Leertaste drückst, kommt dann auch so. Du musst auf Esk. Esk. Oh. Oh! Escape! Klingt ja wie das englische Wort für Escape! Komisch! So hört es sich an. Du kannst lesen. Wenn der Heli masturbiert. Was? Wenn wer masturbiert? Wenn der Heli masturbiert. Ja! Oh. Kein Kommentar. Oh. Meine Zuschauer haben es gerade verstanden, glaube ich. Hoffe ich. Wenn ihr wissen wollt, wer ich bin, ich bin der unter Andys Kommentaren hatet. Aber nur auf meinen Videos.
Dann schreibt er sofort drunter so, ey, du bist voll die Bitch jetzt. Du bist immer noch rechts gerannt. Ich hab doch gesagt, geh in die Ecke. Ey, aber das kann doch nicht sein. Wir müssen doch mindestens einmal gewinnen, ey. Einmal. Ey, ich habe doch gewonnen. Ja, ich rede mehr so von mir. Ja, dann sag doch. Ich bin doch der Held. Du spielst nur, um zu sterben, um dann zu spectaten. Ja, um zu lernen. Das ist der Sinn. Vor allem vorhin, du stirbst einfach vom Ausgang. Ja, weil du sagst so, in die Ecke, und ich denke mir nur so, hä, welche Ecke? In die Ecke? Ich hab gesagt, in die Ecke, wirklich? Ja. Ach so, ja, als er dich so mit der Kettensäge so, du hättest nach rechts laufen müssen. Ich hätte einfach zum Ausgang rennen sollen. Ja. Diese Folge befindet sich übrigens, ich glaube, 2 Folgen in der Vergangenheit, oder? Ja. Voll traurig. Ich weiß noch nicht. Nah und doch so fern. Ich weiß halt irgendwie auch noch gar nicht, wie ich das schneide, wie ich das hochlade und so. Einfach nur Cut. Einfach nur die ganze Folge besteht aus Cuts. Ihr Scheißelame. Oh. Also wirklich was rausschneiden und sowas werde ich nicht, glaube ich. Oh, das ging jetzt aber mal schnell mit dem Bewegen. Den Geist, oh, ich flipp aus. Ich kann mich sogar schon bewegen. Ich bin noch im Ladebalken. Mach keinen Scheiß. Alter, das Spiel geht schon los. Du bist auch, du bist auch gar nicht dabei. Als ob. Warum? Kann es sein, dass ihr nur 4 Generatoren machen müsst? Nein, 5. Ich mach nochmal Aufnahmepause. Irgendwie ist das gerade. Das steht hier nicht unter einem guten Stern, meine lieben Freunde und Zuschauer. Bis gleich. Cool. Oh, die Aufnahme ist doch an. Es ist einfach super. Wir versuchen es jetzt nochmal. Wir haben jetzt auch fast gar nicht lange gewartet. 5000 Jahre. 5000 Jahre! Heute mit der Katja hier. Ach ja, immer noch mit Wala. Immer noch. Warum sage ich das? Ist immer noch dieselbe Folge wie vorhin. Eben. Und du bringst mich so aus dem Konzept. Junge. Männer. Übrigens, ich bin nicht mehr Claudette Morel. Ich bin jetzt, ich habe vergessen, wie es heißt. Mia? Ja. Ich weiß aber nicht, wie sie mit Namen heißt. Ich bin jetzt einfach die Lesbe. Ich glaube, das ist einfacher für euch. Lesbe, Quotenschwarze und die jeder spielt. Ja. Mit der komme ich wenigstens klar. Ich glaube, Claudette ist einfach nichts für mich. Also ich komme am besten mit Dings klar. Nee. Ich würde jetzt so lachen, wenn ich jetzt einfach nach 2 Sekunden wieder sterbe. Ich würde mich so weghauen. Ja, ich komme mit der voll gut klar. Bam. Es ist 2 Sekunden. Bevor du dich bewegst, bist du einfach schon tot. Jo, sie legt sich einfach hin und sagt, oh mein Gott, ich bin eine Lesbe. Fick dich doch alle, ich rusche alle auf die Fresse. Alle. Und auch in dieser Folge dürfen wir diesen wunderschönen Ladebalken bewundern. Und man sieht auch fast gar nicht, dass mir fast die Augen zufallen. Zum Glück. Total. Der Balken, ich fand den früher mega schön, als ich das Spiel gekauft. Mittlerweile ist der einfach nur scheiße. Ja. Wird geladen. Und das ist mittlerweile auch nicht mehr 4, sondern 5. Mir. So verstehe ich den Ladebalken eh nicht. Ich verstehe den eh nicht. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. 4 Tote? Naja, das sind die 4 Überlebenden und der Killer ist ja dieses Streifen in der Mitte. Ich weiß. Das weiß ich. Du, also. Ja, ich habe verstanden, du weißt nicht, was es ist. Boah, ist das gerade dein Ernst? Ja, ich bin einfach taub. Ja, hallo? Weißt du, wie spät es ist? 3 Uhr. Echt, ist es schon 3? Ja. Boah, ich raste aus. Ich flipp aus. Ich schrei ja gleich alles zusammen. Ja, bitte. Wir wollen das alle hören. Und ich, weißt du, ich denke mir so, boah, warum werde ich immer... Oh mein Gott. Ich habe voll die geilen Klamotten an. Der wird mich niemals finden. Ja. Niemals. Einfach niemals. Ich hoffe, wir sind jetzt auch diesmal im selben Spiel. Das wäre schon mal schön.
Ich kann mich noch nicht bewegen. Irgendeine hat eine sehr lange, langsame Leitung. Du bist schon im Spiel? Ja, mach keinen Scheiß. Alter, mach keinen Scheiß, ich schlag dich. Wenn du dich bewegst, wirst du es ja sehen. Boah, ich flippe aus. Aber warum ich? Meine Leitung ist doch voll in Ordnung. Hier sehen wir meine Lesbe, die im Gras steht und sich sehr merkwürdig bewegt. Oh, ich bin drin. Gestörten Abteilung. Ich hasse diese Maps. Ich merke gar nichts. Das ist aber ein bisschen klein. Ich merke gar nichts. Irgendjemand anderes hat hier noch eine sehr kackige Leitung. Ich. Also bei mir leckt es im Screen. Es ist schon mal witzig, dass meine immer so in die Kamera guckt, dann so zur Seite und dann wieder in die Kamera, weil sie nicht ganz knusper ist, glaube ich. Kannst du dich schon bewegen? Nee, ne? Nein. Mega, das Spiel wird auch überhaupt nicht abstürzen. Liebe Entwickler, wenn ihr ein Patch raushaut... Ganz kurz. Liebe Entwickler, wenn ihr ein Spiel patcht, dann patcht es doch bitte nicht noch kaputter, als es war. Oh, richtig. Oh, ich kann mich bewegen. Oh, mein Gott. Und alle sind da. Oh mein Gott, die Drohung hat geholfen. Ich kann mich leider nicht bewegen. Ist jetzt, ey, komm, mach keinen Scheiß, Mann. Ich drehe und es dreht sich 3 Stunden später. Dein Internet ist echt scheiße. Aber dann würde Discord ja jetzt auch abkacken. Oh, ich hasse alles. Ich weiß. Ich gerade auch. Ich weiß nicht mehr, welchen Gegner wir haben. Wir haben den. Den Trapper, glaube ich. Ich flipp aus. Wenn sie sich in 10 Stunden wieder zum Haken dreht, dann kann ich es dir sagen. Oh oh. Ja, wir haben den Trapper. Der Penner hat da jetzt ernsthaft. Oh, fuck! Scheiße! Das ist doch nicht wahr! Oh Mann, ich dachte, der hat mich nicht gesehen. Hau ab. Lass mich. Ach Mann, fick dich doch. Entschuldigung. Ich sag sowas eigentlich nicht, aber das war jetzt, das ist jetzt schon wieder zum Kotzen. Ich bin einfach als Killer nicht gut. Ich bin als Überlebender nicht gut. Warum spiele ich dieses Spiel überhaupt noch? Ganz ehrlich, warum spiele ich das? Warum habe ich dafür Geld bezahlt für so einen Kack? Und ich hänge mal wieder. Ja, stell deine Falle hin, ich. Ah, da stellt schon die Falle hin. Bei mir hängst du nicht mal. Ich sehe die Falle auch nicht. Dieses Spiel ist einfach so unglaublich verbuggt. Siehst du diese Person, die einfach nur rumsteht? Wo der Keller gerade hingeht? Und ich sterben werde? Das bin ich. So. Oh, Alter, wenn du mich jetzt schon wieder erwischst. Alter, ich raste aus. Ich flipp aus. Ich kotze hier alles zusammen. Ich kotze. Ich höre den doch schon wieder. Ich bin am Arsch. Ich bin so am Arsch. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß einfach nicht wohin. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ja, du redest nie mit uns. Ja, es tut mir leid. Ich bin gerade sehr geschockt über die Lecks, die ich habe. Ja, meine Zuschauer denken, weil du bist voll das egoistische, voll das eingebildete Arschloch so, was nie redet. So, geht alle weg. So, ihr könnt mich jetzt alle mal, ich geh jetzt ins Haus. Geh nicht! Warum nicht? Achso, du meinst das andere auch. Scheiße, ich werde sterben, weil ich mega die Lecks hab. Tja, hast ja ein scheiß Internet. Das ist die Strafe. Claudette! Claudette rettet mir gerade. Gott, er sieht mich auch bestimmt laggen, Alter. Er hat dich erwischt. Wo bist du denn? Ich gehe gerade zum Haus. Zu welchen? Zu dem Großen? Ja. Alter, du bist doch scheiße. Alter, ich hasse dich! Ich bin tot. Siehst du mich laggen? Ich hab dich nicht laggen sehen, aber ich sehe dich liegen. Ach, ich liege schon? Ja, stimmt. Ja, du wirst aufgehoben. Ich überlege gerade, ob es sich denn lohnt, dich zu retten, wenn du so blöde... Nein, es lohnt sich nicht, mach's nicht. Also, ich kann mich... Nein! Also Alter, hau ab! Lass mich in Frieden! Lass mich... Alter, wag es nicht! Lass mich in Ruhe! Ich raste aus! Ich kotze hier alles zusammen! Ich schrei! Ich streife gerade auf dem Boden. Bei mir. Wo ist der Typ hin? Da vorne ist er, alles klar. Jetzt hängst du. Das ist ich scheiße. Ich stehe beim Haken.
Du stehst. Also bei mir hängst du. Ich kann dir das nachher schicken. Ich meine Screenshot. Es ist ja schon mal schön, dass es bei uns wenigstens wo sie. Das Schlimme ist, ich kann dich ja nicht mal fragen, ob der campt, weil du es ja wahrscheinlich gar nicht siehst. Doch, er campt. Aber er geht gerade weg. Oh, bei mir leckt es gerade nicht mehr. Schön. Mega. Boah, er campt, Alter. Der campt so großräumig, ist das ätzend. Ich weiß nicht, wie ich dich retten soll. Nee, er hat eine Falle geholt nur. Er wird bald wieder gehen, glaube ich. Meinst du? Ah, ich flippe aus. Ist der immer noch vor dir? Ja. Er simuliert die ganze Zeit, dass er eine Falle legt. Okay, jetzt hat er sie gelegt. Was total geil wäre, wäre, wenn man Steine schmeißen könnte oder so, um den abzulenken. Ja, das habe ich auch gedacht, so. Hier geht's irgendjemand hin. Ich weiß. Erst die Falle. Was macht sie da? Alter, ihr seid doch bescheuert, Mann. Heil mich, er kommt eh nicht. Ja, ich heil dich ja. Hetz mich nicht. Und weh, du rennst in dieselbe Richtung wie ich. Ich bring dich um. Schwebt bei dir die Falle auch? Was? Ja. Nein. Danke. Bitte schön. Das auch noch. Wurde aufgehangen, in die Falle rein und dann auch noch. Bist du komplett gehalten? Ja. Siehst du mich da? Komm mal hinter mir her. Siehst du mich laggen? Warte. Oh, scheiße. Ey, wenn der mich jetzt erwischt, ich spring dich um. Ich drohe mal dir. Ich spring dich um. Go away from me. Wieso ich? Du lockst doch immer die Typen an. Ich komme dir mal unauffällig hinterher. Wenn ich einen Generator. Wenn ich Walle hinterherlaufe, kann mir nichts passieren. Dann werde ich überleben. Gott, hab ich mich erschrocken, die Nägel. Oh Gott! Warte, komm nicht hin. Alter, ich hab mich aber auch gerade vor dir erschrocken. Ist die dumm? Lalalala. Ich will auch nochmal, lass mich auch nochmal. Lalalala. Oh ja, oh ja, drei Leute auf einmal. So muss das! Aber meint ihr, ist das so sinnvoll, wenn alle drei in einem? Ich überlege gerade, ob es sinnvoll ist, sich in einen Schrank zu verstecken. Nein. Okay. Ich höre ihn. Oh, ich kotze. Oh Gott, ich höre ihn. Ich weiß aber nicht wo. Ich höre ihn auch. Aber ich glaube, er ist oben, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe unten eine Palette runtergemacht, glaube ich. Scheiße, dann ist er unten. Das Schlimme ist, ich stehe genau an der Treppe. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, was ich tun soll. Oh Gott! Mann, du Penner, Alter. Komm hier runter. Wo denn? Ums. Ins Loch? Ja. Dem, wo bist du? Da bist du. Hallo. Lass uns den Generator unten machen. Walle. Oh, der Generator unten ist schon gemacht. Oh, scheiße. Ich höre den Typen. Walle. Lass uns worken. Lass uns mal lieber hochgehen. Hoch. Wo bist du? Komm hier. Alter, warum rennst du so? Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Alter, du bist einen Ausgang auf. Du bist einfach zu schnell. Ich weiß nicht mehr, wo die Ausgänge sind. Ich habe sie nicht gesehen. Von wegen, Nia. Wo bist du denn? Beim Ausgang. Ja, bei welchem? Du oh, der ist schon aus. Du schneller Kacker. Komm dich holen. Wo bist du? Ich, ja. An dem Generator. Ah. Am Rand. Ich bin sehr am Rand. Und renne hier rum. Zum Haus? Wollen wir uns beim Haus wieder treffen? Ja. Gut, ja. Das ist ja ein zentraler Punkt. Den werde ich auch finden. Ich bin jetzt beim Haus. Im Haus? Am Haus. Komm, im Haus. Direkt vor meiner Nase wurde jemand verhauen. Ich muss den kurz beobachten. Ich gucke mal, ob ich den retten kann. Oh nein. Geht's jetzt zum Haus? Nee. Ich beobachte. Alter! Scheiße. Erschreck mich doch nicht so, Mann. Lenk ihn ab. Wieso ich? Da ist noch jemand anderes, der kann's auch machen. Schlag mich. Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Ich bin komm so einfach nach mir. Ja, genau, ich renne jetzt genau die Mörder in die Arme, genau. Okay. Ich renne einfach in die andere Richtung. Da wird irgendwo schon. Irgendwo hier zum wird Haus. Was sein. Ach, du bist wieder da. Irgendwo hier wird was sein. Lass mich hier raus. Geh in das Haus rein. Wir treffen uns da.
Ich will aber nicht. Ich habe nämlich, ich habe diesen Herzschlag. Ich kacke. Also nicht echt. Ich kacke im Sinne von, er ist mir zu nah. Ich bin oben beim Haus. Ja, dann bleib mal da. Ich suche einen Ausgang. Ich renne hier völlig verzweifelt durch die Gegend. So, denke mir nur so, nein. Ich möchte auch mal was machen, was Punkte bringt. Einmal. Ich habe Angst, ich möchte raus. Dann geh. Weil ich hab Angst, dass es bald wieder leckt. Aber ich will dich noch einmal treffen. Ich renne, ich bin jetzt bei so einem anderen Haus. Ich glaube, hier ist auch... Ah, ja, okay, ich weiß, was das ist. Ich bleib damit da. Oder weiß ich nicht. Ach, ist ja schon offen. Ach, ihr seid doch kacke. Ja, der ist ja schon offen, den meinte ich ja auch. Bleib beim Haus. Du da, du bist scheiße. Du bist so scheiße, komm mal her. Ja, komm mal her, lass mich dich mal heilen. Ja, komm mal her. Oh ja, Futschi, Futschi, Futschi. Entschuldigung. Was? Alter. Mach keinen Mist. Ist er da? Oh, oh, oh. Ja. Komm nach, du Arschlach. Komm nach. Au. Ich bin weg. Scheiße. Du solltest jetzt wegrennen. Wir sind, glaube ich, alle drei draußen. Fuck. Einmal gewonnen. Ja. Du willst mich spektaten? Scheiße. Ich werde dich jetzt spektaten. Ist jetzt nicht dein Ernst. Du bist am Arsch. Es wird spannend, wird Walle es ebenfalls schaffen, diesem Albtraum zu entkommen. Es sieht ganz danach aus. Und mal wieder hat Mac ihre Blutungen. Der kommt nicht, das kannst du knicken, da kannst du noch so lange warten. Ich bin auch nicht zuschauen. Ich was? Ich muss meinen Tannenbaum wechseln gehen. Ey, wenn du jetzt wieder rumspielst und der dich killt, ich lach dich so aus. Ich lach dich so höllisch aus. Hol mich da. Ich glaub nicht, dass der kommt. Also manchmal wünsche ich dir wirklich, dass er dich dann noch mal kriegt und dich umbringt. Er zieht die Folge jetzt einfach endlos in die Länge und redet einfach auch gar nicht mehr mit uns. Ja, das ist so richtig asozial. Ja. Das ist mein erstes Mal, Leute. Oh. Wenn der dich killt, wie gesagt, wenn er dich anstatt einfach rausrennst jetzt. Was soll ich machen? Soll ich die Luke so? Du bist doch so blöd. Wenn der dich jetzt kriegt, ich lach. Ich. Ach, schade, jetzt hättest du eigentlich kriechen müssen. Das wäre viel witziger gewesen. Oder? Nein, ich habe die Falle eine Millisekunde davor gesehen. Vor allem, du drehst dich einfach im Kreis. Alter, wir haben mit einem mit Level 3 zusammengespielt. Als ob. Bitte was? Das ist bestimmt auch der Einzige, der gehangen hat. Wow. Ich glaube, das wird rangmäßig geregelt, mit wem wir spielen. Warum haben wir dann ein Level 3? Warum haben wir dann, wenn ich so oft sterbe, warum haben... Ich würde es eigentlich gar nicht wissen. Hä, hey, oder war der Killer Level 3? Also wenn ja, war es ein Scheißkiller. Wie dem auch sei, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich erstmal diesen Part. Ne? Ja. Heute steht Weiler auf einer sehr langen Leitung. Ja, das ist unglaublich. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Was? Ich entschuldige mich auch dafür. Ja, du versaust mir die Folge. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.